Hallo zusammen, hier meldet sich Gundi Keller mit einer neuen Videoserie unter dem Pseudonym GK Masterclass oder eingedeutscht GK Masterclass. Und heute ist das Thema G&L Tribute Gitarren und Bässe. Und dazu habe ich mir eingeladen aus dem Rhein-Main-Gebiet den Marc Merscher. Hallo Marc. Hallo Gundi. Grüß dich. Du hast zwei Gitarren dabei, die du heute vorstellen willst. Was hast du hier im Anschlag? Genau, hier habe ich einmal die G&L Ascari GT90 in Amerika designt. Aus der Tribute-Serie. Sieht aus wie eine schöne Solid-Body-Mahagoni-Gitarre, eingeleimter Hals. Genau. Was sind da für Pickups drin? Das sind zwei P90-Pickups von Paul Gagan designed. Und, Paul Gagan, das ist so ein Pickup-Guru? Genau, der hat schon viele Sachen für G&L auch gemacht. Okay. Und Body und Hals bestehen aus Mahagoni-Holz. Griffbrett. Griffbrett ist Palisander. Right. Und 22 Bünde. Schön klar strukturiert, zwei genau, wir haben einmal hier einen Master und einen Tone Potty und drei Wegtoggle-Schalter. Also kein Vierlefanz, ja. Einfach und wirklich. Vielleicht zeigst du uns mal kurz den Hals-Pickup. Klingt eigentlich so ein bisschen nach Humbucker, aber irgendwie nicht so brummig. Ja, sehr voluminös und trotzdem sehr klar. Cool. Dann Steg-Pickup. Vielleicht mal ein bisschen mit mehr Dampf. Also das schöne, knackige Rockbrett. Dann beide Pickups zusammengeschaltet, klingen wie? Alright! Sehr cool. Also geht so in Richtung Tele, aber natürlich alles mit mehr Dampf. Ich glaube, wenn du den Volumen so ein bisschen runterregelst, verändert sich auch der Klangcharakter von der Gitarre. Ne? Genau, das können wir hier ein bisschen lauter machen. Okay. Noch ein bisschen zurück. Okay, hier ist es, ne? Also reagiert echt. Klasse aufs Poti interagiert mit dem Amp. Impedanz wird dann so ein bisschen verändert. Sehr cool. Ich würde sagen, lass uns mal abrocken, na, und den ersten Titel spielen. We'll be right back.